Moin meine Freunde, ich melde mich nach fast einer Woche Inaktivität endlich mal wieder auf meinem YouTube-Channel mit einer neuen Folge Clash News. Und das ist die allerletzte Folge Clash News vor dem alles verändernden großen Clash Mini Update 7. Normalerweise würde ich euch heute schon einige Mini-Minutes zusammenfassen, euch viele Sneak Peeks zeigen und alles, was zum Update dazugehört. Aber wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ist dieses Update alles etwas anders und wir haben bisher nur ein paar kleine Teaser bekommen und noch keine einzige Mini-Minute. Trotzdem reden wir natürlich darüber. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst mir doch gerne auf ihren Abo da und wir starten rein. Let's go! Ja, meine Freunde, letzte Woche sind die News ja leider ausgeblieben, lag daran, dass einfach nichts passiert ist. Es ist halt vor dem Update immer so ein bisschen ruhiger, Clash Mini hat nicht mal was auf Twitter gepostet. Ich wusste ja, wann die Sneak Peeks starten und ich dachte, dass ich dann die News wieder mache. Dann nehme ich ja normalerweise auch ein paar Themen mit rein, die vielleicht in der Woche doch passiert sind, die aber nicht so interessant für eine ganze Folge gewesen wären. Aber es ist wirklich einfach gar nichts passiert die letzten zwei Wochen. Dafür ging es dann gestern richtig los mit dem ersten Sneak Peek, was allerdings keine Mini-Minute ist. Relativ spannend. Normalerweise gehen die Mini-Minutes ja immer schon so eine Woche vorher los. Da hast du fünf Stück, zwischendurch mal Pause, wo dann so ein kleiner Teaser geschickt wird oder sowas. Und jetzt sind es einfach erstmal nur die Teaser, noch keine einzige Mini-Minute. Und gestern waren die Teaser eine Bildreihe bzw. auch eine Comic-Reihe von insgesamt 7 Bildern, die ich euch mal hier einblende. Diese Comic-Reihe erzählt eine Geschichte und zwar, dass die Tierskins, die ja im letzten Update, im Update 6 hinzugefügt wurden, im Wald von einem Lava-Golem angegriffen werden und dann am Ende beschützt werden. Jetzt fragt man sich mit Sicherheit, was hat das mit diesem Update zu tun? Diese Tiere kennen wir ja schon aus dem letzten Update. Da habe ich schon die wildesten Theorien gehört. Zum einen, dass endlich was im Raid passiert, weil der Lava-Golem mit drauf ist. Dann, dass vielleicht doch noch Spells kommen, wie zum Beispiel der Feuerball, weil der Lava-Golem ja einen Feuerball auf den Wald wirft. Ja, halte ich allerdings für Schwachsinn. Und dass es vielleicht ein Hinweis auf den neuen Helden oder auf den neuen Mini geben könnte, beziehungsweise sein könnte, weil sie am Ende von so einer magischen Kugel, in der sie drin sind, beschützt werden. Also ich habe auf jeden Fall schon sehr oft die richtige Antwort gelesen, aber auch sehr oft die falsche Antwort. Also, die Community ist gespalten und die Community ist generell bei der Meinung über diese Comic-Reihe gespalten. Die meisten haben es tatsächlich einfach nervig und nicht so geil gefunden, dass alle Creator das gepostet haben und dass es keine vernünftigen Creator-Videos dieses Mal gab. Ja, sehe ich selber auch ähnlich. Ich hätte es auch gefeiert, wenn wir wie immer einfach eine Woche vorher schon die erste Mini-Minute bekommen hätten. Frame hat allerdings heute noch auf Twitter gepostet, dass es das letzte Mal war, dass 7 Bilder für einen Sneak Peek gepostet werden, weil Twitter ja jetzt die Sichtbarkeit der Tweets eingeschränkt hat. Man kann ja nur noch 600 Tweets am Tag lesen und das könnte für den einen oder anderen Twitter-Sucht, die dann schon schwer werden, alle Sneak Peeks zu sehen, wenn die immer so viele Posts brauchen. Der nächste Sneak Peek kam gerade vor ein paar Stunden und das ist wieder nur ein Teaser, wieder kein Content Sneak Peek, keine Mini-Minute, nichts, sondern nur ein 17-Sekunden-Clip, der auf die neuen Skins oder auf die neuen Themen, vielleicht auch auf die neuen Minis oder Helden anspielt. Auf jeden Fall sieht man da ganz klar das Thema Weltall im Vordergrund. Wir wissen ja, dass es diesmal nicht nur einen Themenbereich geben soll, sondern auch zwei. Ist halt die Frage, was man daraus interpretiert. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber eine Sache kann ich schon mal sagen. Dieses Ding, dieses iPad, dieses Hologramm-Gedönse, was man da in dem Clip sieht, erinnert mich ganz, ganz stark an eine Sache, die wir schon vor ein paar Wochen in einem kleinen Teaser von Darien gesehen haben. Und zwar blende ich euch mal hier zwei Bilder nebeneinander ein. Seht ihr die Ähnlichkeit? Also dieses Hologramm-iPad-Gedönse aus dem letzten Sneak Peek hat schon eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Buch des Wardens. Also eigentlich, sind wir mal ehrlich unter uns, Freunde, können wir uns schon fast sicher sein, dass der Warden kommt. Wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Troll von Clash Mini. Den Rest, den man da im Teaser-Clip sieht, ja, da kann man nur mit spekulieren, was es sein könnte. Wenn Skins sind beispielsweise, dann kann es halt zu jedem gehören. Kann man jetzt nicht viel drüber reden. Schreibt mir auch da gerne mal in die Kommentare, was ihr denn denkt, was man darauf sehen kann. Zu welchen Minis, welches Stuff da gehört. Und damit sind wir auch schon durch eigentlich für diese Woche. Es gab halt, wie gesagt, nur zwei kleine Teaser. Ich hoffe, dass es da morgen richtig losgeht. Wir brauchen endlich wieder Mini-Minutes. Ich habe so Bock, mit euch wieder Mini-Minutes im Stream zu gucken. Ich habe so Bock auf Content-Videos. Wird auf jeden Fall Zeit. Eine Kleinigkeit wurde aber noch auf Twitter bestätigt. Und zwar, dass auch die alten Skins gereworked werden. Es hat nämlich ein Twitter-User gefragt, ob auch der alte Spear-Goblin-Skin reworked wird und da er auch verwendet hat, gehe ich davon aus, dass mehrere Skins gereworked werden und Clash Mini hat darauf geantwortet, dass er gereworked wird.
Da bin ich dann auf jeden Fall gespannt drauf. Man kann ja drüber schreiben über die Sachen, die Clash Mini so macht. Aber skinmäßig bzw. grafikmäßig war es bisher immer eine 10 von 10. Es wird immer eine 10 von 10 bleiben. Und wenn Skins gerübert werden, dann werden sie nur verbessert. Also von daher ist es dann eine positive Sache für uns. Jetzt müssen wir aber noch mal kurz eine Minute über Clash Heroes reden. Vlad hat es nämlich geschafft, 800 Abonnenten auf YouTube zu sammeln. Und damit hat er dann auch ein kleines Special gemacht, und zwar ein Q&A. Da hat dann auch jemand die Frage gestellt, wie es denn mit Clash Heroes aussieht, und die Antwort war ganz klar. Es befindet sich wohl derzeit noch in der Entwicklung, und sobald es Informationen gibt, werden sie geteilt. Bedeutet also, wir können weiterhin Hype drauf sein, Clash Heroes wird kommen, wir wissen nur nicht wann. Einige haben ja schon vermutet, dass das Game einfach still und heimlich unter den Teppich gekehrt wird und es nicht mehr weiterentwickelt wird, aber nein, Clash Heroes gibt es weiterhin. Wann es dann kommt, ja, das steht in den Sternen, es kann halt noch ein bisschen dauern und ich gehe auch davon aus, dass es noch ein bisschen dauern wird. Wir wissen ja, dass bald erstmal Squadbusters kommt, dass gerade noch Flatwash irgendwie in der Entwicklung ist. Je nachdem, wie es da aussieht, die Beta kam ja nicht ganz so gut an. Bei Squadbusters kamen sie aber insane gut an. Dann denke ich mal, dass Clash Heroes doch noch mal ein bisschen weiter hinten angestellt wird. Und ich glaube nicht, dass wir dann dieses Jahr noch einiges zu hören werden. Das war's dann diese Woche wirklich. Ich bin schon richtig hyped darauf, nächste Woche endlich mit euch zusammen in das Update reinzugehen. Vor allen Dingen hyped mich das neue Feature, dieses Known Movement. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel verändern wird. Ich hatte ja schon die Challenge mit Uluk, da hat es mega Spaß gemacht. Jetzt noch mit der neuen Elixier-Aufteilung. Es wird mega, mega geil, Freunde. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.